Hallo Leute, so, wir sind hier. Gumbario ist immer noch gerade unser Partner Number One. Ich weiß nicht, warum wir Typen sind. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was will Cammy denn jetzt? Was hat die vor? Was tut die? Warte, ich muss mal ein bisschen hier mein Mikro so ein bisschen richten. Das war ein bisschen doof. Ah. Ach so. Ah, das war das. Dafür. Bestimmt, wenn ich. Jawollo. Den schneide ich raus. Jo. So, ja, haben wir mal gedacht, nö, schneiden wir mal raus. Müssen wir ja nicht alle hier drin behalten. Okay, das ist nichts gut. Ich werde, glaube ich, Gumbario als nächstes auch als weiter aufleveln. Ich mag den Kleinen. Ich hätte es nicht gedacht. Aber ich mag dieses Aufladen. Das wird mir wahrscheinlich bei einigen Bosskämpfen noch ganz schön nützlich sein. Aber der ist neu. Den werden wir doch dann gleich mal scannen und natürlich auch gegen kämpfen. Ja, klar. Den ersten werden wir natürlich gebührend empfangen. So. Was ein bisschen schade ist bei Gumbario ist, dass er. Das ist ein Sky Guy. Meister of the Ballon Fahrer. Okay. Ja, stimmt, Gumbario. Okay, das ist natürlich nicht so schön. Bin natürlich jetzt erstmal hier total perplex von den Attacken. Haben wir auch schon ordentlich zugegeben hier. Ich hätte den vielleicht erst töten sollen und dann scannen. Wäre sinnvoller gewesen. Aber was soll man machen? Ach, shit. Bin auch gerade gar nicht wieder dabei irgendwie. Die machen aber auch einen Schaden, Leute. Die machen aber auch einen Schaden. Das war jetzt vielleicht ein bisschen unklug. Gut, ich würde es überleben. Besonders, weil ich es verkacke. Oh Gott. Oh. In Gottes Namen. Ich muss ein Item nehmen. Ja, ein super Pilz, das wird reichen. Oh Gott. Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich denn dazu sagen? Ne, ist nicht immer. Läuft nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Na, ja, das war jetzt mal. Ne, das war jetzt mal gut. Besonders weil ich, wenn ich den blocke, einfach gar keinen Schaden kriege, ja. Das ist schon mal eigentlich übelst krass. Aber, naja, was soll man machen? Was soll man machen, richtig? Deswegen, ja, kann man halt nichts machen. Gut. Ja, das ist schön, dass er mir da ein bisschen Leben noch gibt. Was ist das denn? Nichts Interessantes. Alles klar, kann man rein. Das ist natürlich auch schon mal ein wenig interessant. Muss man da sogar vielleicht? Ich habe keinen Plan. Kann ich darüber? Da werden wir doch bestimmt rüberkommen, oder? Dann nehmen wir uns mal hier Power Carry. Für mehr bist du nicht zu gebrauchen. Oh, ne? So. Ich hatte irgendwo auch noch einen vergessen. Drücke nach unten. Ich drücke nach unten, du Biener, das Ding, ey. Das ist zum Kotzen. Also. Man hat in dem Sinne keine C-Knöpfe mehr mit dem Pro-Controller. Also muss ich ja das irgendwie auf den zweiten Analogstick legen. Aber anscheinend. Ist der aber auch nicht immer das Gelbe vom. Achso, da oben ist auch noch was. Ja, da gehen wir aber mal hin. Da ist auch noch was. Jetzt. Komm. Danke. Das noch immer ganzen Scheiß hier mal eben. Das ist ja. Muss ja auch gemacht werden. Dann muss ich ja wieder Para Carry auswählen. Das ist. Leider wieder so der Fall. So, hier runter. Oh, ey, das ist jetzt eine. Krieg ich das hin? Ich glaub schon, oder?
drücke nach. Das ist echt zum Kotzen. Wow. Donnerblitz, ey. Das ist nicht schlecht. Mario, komm mal wieder her hier. Gegen die meisten bist du echt der. Ja, musst du. Okay, wir kämpfen gegen den Goomba. Den nehme ich jetzt einfach mit rein, weil er hat zwei verfickte Lebenspunkte. So, er ist tot. Ich muss nicht mal was machen. Ich glaube, wir kriegen noch ein Level. So aussieht hier. Jetzt ist er reingeglitscht. Kriegen wir jetzt Zugstücke oder was? Schlüssel für einen Lagerraum in Toad Town? What the... Okay, dann müssen wir jetzt erstmal hier raus und dann... Alles klar, dann werden wir das tun. Ich dachte, ich bleibe jetzt hier erstmal drin, aber dann kann ich mich da auch heilen. Das ist auch sehr praktisch. Sehr praktisch. Brauchst nichts schreiben, Cube Soldier oder wer war es immer, ich weiß es nicht mehr genau. Kann auch sein, dass es zwei Leute gewesen waren. Tut mir mal leid, wenn ich da... Es gibt so ein paar Namen, ey, die kenne ich schon ewig, deswegen... Das sind auch ab und zu mal neue Gesichter, das ist dann ganz cool, aber da ist dann natürlich die Namen noch nicht so richtig rein. Kriege natürlich, ja, bin schwer, kennt ihr. Aber wird schon. Kann natürlich sein, dass ihr schon ewig dabei seid, aber irgendwie ist mir dann nie aufgefallen. Das tut mir dann natürlich auch leid. So, raus hier aus dem Scheiß. Jetzt gehen wir erstmal den Rechner ab, dann können wir vielleicht noch geile Orden kaufen. Gucken, was die da so haben, ne? Ist ja irgendwas Geiles bestimmt. Komm her, Goombario, was soll das? Gut. Das finde ich schön. Läuft doch wieder, läuft doch wieder. Ich muss jetzt, wie gesagt, morgen, einen schönen Freitag, nehme ich ein bisschen noch Vorrat auf. Für ein paar Tage. Ich überlege auch, wenn das zeitlich hinhaut, ob ich vielleicht noch ein zweites Projekt am Start bringe, um den Kanal einfach einen richtig guten Push zu geben. Wäre eine Möglichkeit, aber ich muss mal gucken. Ich habe mir da noch nicht so ganz Gedanken drüber gemacht. Ey, Vater. Hier, dein Rechner. Jetzt mach den Scheiß hier wieder auf, ey. Kann es nicht sein, dass du jetzt hier Pause machst. Spionorden. Zeigt an, dass eine versteckte Falltür in der Nähe... What the... Okay. Muss ich jetzt einmal rausgehen, oder was? Ja, ich glaube, ich muss einmal raus. Das machen wir. Für welchen Toad Town? Ich glaube, für den unteren Laden war das, oder? Ah, sehr schön. Multisprung. In Time triffst du alle Gegner nacheinander. Das ist schon mal ganz geil. Erhöht Mario Sprungangriffskraft um 2. Heißt das, ist permanent, oder? Das war mein Handy. Wir gucken mal kurz. Warum nicht, ne? Kann man in der Aufnahme. Das ist jetzt die große Frage. Ich werde ihn einfach mal kaufen. Er kostet nur für 50 verfickte Münzen. Also nix. Okay, das ist nur... den kaufen wir trotzdem, weil warum nicht? Wir können dann auch unseren Angriff aufladen, so wie Goombario. Das ist das super. So, jetzt pennen wir mal die Binden. Ach da, so, ja, ich bin ja verwirrt, ich lese nämlich gerade nebenbei. So, jetzt geben wir den Schlüssel ab. Wie gesagt, ich guck mal, vielleicht mache ich noch irgendwas. Ich habe auch überlegt, ich hatte ja auf Mexican Day eigentlich mit Resident Evil 4 angefangen. Vielleicht nehme ich das einfach nochmal hier für alte Hauding einfach auf. Weil ich eigentlich auf Mexican Day nichts mehr mache. Das ist auf alte Hauding ein bisschen sinnvoller. Ich bin aber jetzt auch ehrlich, hier gibt es dann noch einen kleinen Obolus für in dem Sinne. Ja, jetzt könnte ich mich lünchen, aber ist ja eigentlich so. Ne? Das ist ja eigentlich ganz praktisch. Er hatte gesagt, um den Anti-Guy gut zu besiegen können, einfach hier ein bisschen von den Dingern holen. Und dann einfach seinen anderen mitmachen lassen. Hier, dein Lagerschlüssel. Jetzt gibst du mir dafür Schienen, oder was? Willst du mir das damit erklären?
Okay. Ja, danke. Das ist super. What the fuck? Okay. Ist das eine Bahn? Hier war... Ja, nicht. Schmeiß ich weg. Voltopilz. Fick auf die Backmischung. Und das nehmen wir auch noch mit ein bisschen Angriff noch. Ein bisschen Angriff-Push hier, ne? Wir haben einen Superpilz, wir haben noch drei Rockkicks, alles klar, Pilz weg damit. Ich weiß, ich könnte das alles einlagern, aber ne, lohnt sich nicht, ne, lohnt sich nicht. Ist doch egal, ne? So, jetzt gehen wir wieder raus. Ist auch schon bald hier wieder Ende. Dann muss ich mal gucken, dass ich morgen mal 4-5 Folgen aufnehme. Über den Tag verteilt. Oh, das wird schon. So, wir haben eine Bahn, jetzt können wir wahrscheinlich fahren. Die meinten ja, die brauchen eine Bahn, sonst können wir nichts machen. Was, krass ist. So. Und Anti-Guy werden wir auf jeden Fall noch besiegen. Wurde gemeint, dass man den noch hier in den Kapitel besiegen sollte. Das werden wir dann noch tun. Keine Arbeit, weißt du, ihr könnt nicht einfach hier rumhängen, ey. Dann baut euch einen, ey. Okay. Alles klar, ich begreife das nicht im Moment. Hä? Was mache ich denn jetzt? Ja, das weiß ich. Ja, in die Spielzeugtruhe zurücklegen, wo ich es genommen habe, wo ich... Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. What the fuck? Was muss ich denn jetzt machen? Okay, Ja, Anti-Guy, wir werden uns noch wiedersehen. Ich da hier vielleicht irgendwas machen? Ach ja, es ist nur den Orden. Habe ich noch Orden frei? Aber wir werden den mal reinpacken, den Sprung Plus. Und dafür den... Tun wir nichts? Oder wir tun den Erstangriff erstmal nicht. Wo wir können den erstmal rauslegen, aus dem einfachen Grund, weil... Passiert erstmal nichts und tun wir nichts, tun wir auch mal raus. Wir nehmen mal den Spion rein. Weil, kein Plan, was der macht. Versteckte Falltür, ne? Muss ich die hier vielleicht irgendwie groß machen, das Scheißding oder so? Ihr könnt mal alle gehen mit eurer Kacke da, die brauchen nicht. Hallo, lauf mich nicht hier vorm Füßen rum, ey. Was soll der Scheiß? Okay, hab keinen Plan, ey, gerade. Ich bin gerade verwirrt. Ist mir klar, dass ich... Ich dachte, die Bahn wird hier größer. Aber ist es nicht. Hat irgendeiner die Bahn vermisst und gibt mir eine richtige oder was? Die ist auch mal weg. Ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Und du auch nicht. So, Gumbario, ey. Hat Gumbario vielleicht einen Plan? Dass ich das mal frage, ey. Ja. Alles klar, aber... Muss ich das hinten in diese Truhe wieder reintun, wo der Lagerschlüssel vor war? Könnte das möglich sein? Wir schneiden den eben raus. Jo, Leute. Ich habe gerade ein bisschen zu spät hier den Schnitt angesetzt, aber egal. Ist ja nichts passiert. Ich habe den Scheiger eben weggebracht. Ich will einfach nur mal eben gucken. Das klappt auch nicht so ganz irgendwie, weil ich bin ein bisschen blöd anscheinend. Ich habe keinen Plan. Ich setze in die Kiste zurück, wo es hergenommen ist. Ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl? Vielleicht.
Deswegen gucken wir uns einfach die Kiste da nochmal an. Kann ja sein, dass ich da irgendwie die Spielzeugbahn wieder reinlegen muss. Wir wissen das ja nicht so genau. Nein, das war nicht das, was ich tun muss. Alles klar, dann wissen wir das auch. Dann haben wir das auch erledigt. Was mache ich jetzt? Kein Plan. Also ich werde erstmal die Folge beenden, das weiß ich. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ne? Ein bisschen ärgert mich das. Weil ich einfach gerade überhaupt nicht mehr durchblicke, was ich machen muss. Ich habe die Spielzeugbahn. Die Bahn ist aber zu klein, sagt der Bastard. Ey, kann ich ihn... Was ist das? Warum... Ist hier irgendwo ein Sternsplitter? Kann ich irgendwie wegprügeln, ihr Pisser? Was ist denn jetzt hier der Scheiß, ey? Ihr solltet mir helfen. Ich bin Mario. Na gut. Leute, wir machen hier Schluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Paper Mario. Also morgen. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Kein Plan. Ich muss selber wahrscheinlich nochmal drüber reflektieren. Ich weiß nicht. Und dann schauen wir einfach mal. Also bis dann.